goldene Kiste. Nee, ein Schläger, okay. Bringt das nicht wirklich was? Eine kleine Uhr. Okay. Nein, Ventilator. Komm schon, wir brauchen noch mehr interessante Sachen. Ein Teil der denkenden Dose. Okay. Ist ja nicht so, als hätten wir schon die denkende Dose. Jawohl, eine Kiste. Da ist sogar galoppiertes Pferd Teil 4 dabei gewesen. Oh Mensch. Entschuldigung, erst bevor ich das Mikro gehauen. Das passiert jedes Mal, mindestens einmal in einer Aufnahme. Oh, Theorie der strukturellen Dimension. Was sind wir hier? Denkmalmodell Teil 1. Noch was? Eine Couch. Sagen wir was und dann wär's das, glaube ich. Obwohl, meine Ausdauer reicht noch für ein paar Relikte, aber die Zeit, glaube ich, reicht nicht mehr, um da nach Hause zu kommen. Eine Linse, ein Brillenglas. Na, perfekt, noch eine Kiste. Was? Noch eine Kiste, perfekt.
Gott, hier ist eine Menge jetzt plötzlich aufgeploppt. Leider habe ich nicht genug Ausdauer für alles und auch nicht genug Zeit für alles. Olympiendes Pferd Teil 2. Joystick Teil 1. Ist noch richtig Ausdauer noch dafür? Doch, hat doch gereicht. Okay, alte Sprechlage Teil 2. Perfekt. Yep, ich möchte zum Ruineingang zurück. Und dann geht's erstmal nach Hause. Wir müssen uns jetzt beeilen ein bisschen. Jawohl. So, muss man es doch nicht beeilen. So. Mal alles einlagern lassen. Und jetzt geht erstmal schlafen, bevor wir uns weiter ranwagen an das nächste Projekt. Okay. Scheint durchgelaufen zu sein und der hier scheint auch durchgelaufen zu sein. Dann gucken wir mal kurz hier rein. Ja. Ich denke, eine Dose können wir definitiv verkaufen. Also ich sortiere mal wieder alles um, weil ich es vielleicht verkaufen kann. Das kann ich verkaufen, alles. Das kann ich verkaufen, das kann ich verkaufen. Das und das kann ich verkaufen. Die zwei kann ich auch verkaufen. Das hier kann ich tatsächlich zusammensetzen. Das hier kann ich verkaufen. Das gehört zu dem hier mit rein mittlerweile. Das gehört zum Doku, zum Denkmalmodell hinzu. Dann hätten wir das. Jo. Gut, dann reparieren wir mal McDonald's Hütte. Und anschließend kümmern wir uns mal um die Probleme der anderen. Natürlich kommt erstmal meine eigene Sachen noch. Wie größere Ofen. Perfekt. Looks good as new. Almost. Nice one, Builder. Really appreciated. I can open up my ride rental service again. Kein Ding. Yay, ich habe zwei Kälber bekommen, mit denen ich noch nichts anfangen kann, weil ich noch keine Stelle habe. Das ist wunderbar. Vor allem liegen sie einfach mal im Inventar rum. Toll. So, ein Handelsauftrag. Was haben wir hier noch zur Auswahl? Ich brauche zwei Lagerungen. Okay. Dreimal Asteria-Topf. Bronzebarren. Wir nehmen wieder das Einfachste erstmal. Nehmen wir die Bronzebarren. Wir müssen ja ein bisschen was loswerden. An kleinen Stuff. Ich weiß auch schon, wo ich das Zeug auf dem Markt loswerde. Ne?
So, ich weiß ganz genau, dass du den Schläger haben willst. Die Sprechanlage, die Couch nimmst du. Das nimmst du, die Uhr nimmst du. Den Joystick nimmst du. Die denkende Dosen nimmst du. Und ich denke, das war's tatsächlich. Ja, das war's. Ich weiß, dass du das hier haben willst, das hier und das hier. Und damit wäre mein Inventar auch wieder etwas leerer. Wohl, das hier kann auch noch weg. So, ich habe wieder ein bisschen mehr Geld auf der Tasche und mein Inventar ist auch ein bisschen leerer. Und dann gehen wir noch ein bisschen Forschung und Entwicklung machen. Ne, Petra? Hello. The director and I have been trying to neutralize this pollutant, but it's proving kind of tough. It's definitely a chemical from the old world. Hi, did you discover something new? That should be enough data disks. Still, the data corruption on... Okay, dann lassen wir sie mal arbeiten und ich setze mal das hier wieder zusammen. Wasserwelt aus Porzellan. Beim galoppierenden Pferd fehlt mir, glaube ich, nur auf der Kopf, ne? Naja. So. We've been getting some water from the ruins. It is a really nice present. Thank you. 10+10, aber deine Kollegin. Jawohl. So. Damit kann ich auch die restlichen Bewässerungseinheiten machen. Muss ich mich schon überhaupt nicht mehr darum kümmern? Wohl doch, ein Teil muss ich mich noch drum kümmern. Da. Du hast den Fitting abgeschlossen, was die Holzkohle betraf. Du hast den grauen Stall fertig gemacht. Und dann brechen wir das gerade zusammen. Hier 10 Stück. Da 10 Stück. Hier 5 Stück. Und hier machen wir die 3 Bronzebarren. Jemand brauchen, weil ich brauche für den Handelsauftrag. So. Zurück zu unserer eigentlichen Quest, die ich. Zurück eher gesagt zu dem eigentlichen Ding, den ich vorhatte. Den industriellen Ofen. Und zwar 4 Stück davon. Stahlplatten, Marmordielen. Die Marmordielen haben wir. Wir müssen die Stahlplatten produzieren. Wie viel kann ich herstellen? Stahlplatten, 6 Stück. Das hier, der macht 2. Dann kann ich auch den ersten großen Ofen herstellen. Und währenddessen kann ich mal schauen, was ich eigentlich noch für den Ghetto Blaster brauche. Denn diese extra Ressourcen, die wir von der Baumschule bekommen, sind ebenfalls wichtig. Ob sie wieder die von der Baumschule bekommen können.
Wo ist denn der Ghetto Blaster? Okay, der ist, glaube ich, relativ weit hinten. Da ist er. Wir brauchen Silikonchips. Da müssen wir noch. Ah, nee, ist jetzt ein Stück. Wir brauchen Kupferspulen. Davon habe ich gerade mal zwei. Lederhorn. Brauche ich noch mehr und ja, noch mehr Kupfer und blaues Leder. Das heißt, ich muss in die ins Ödland. Kassettenkiste. Brauche ich Eisen und Gummifrüchte und Bronzeblenden, brauche ich halt Bronzebarren. Aber das ist kein Ding. So. Dann packen wir denn alles soweit, was ich habe, rein. Projekt Ghetto Blaster. Silikonchips, die Eisenbarren, diese Kupferspulen habe ich ja zwei Stück noch. Wo habe ich die denn? Habe ich die im Inventar oder habe ich die? Okay, die habe ich nicht. Die habe ich hier irgendwo in der Kiste. Da ist er. Dann brauche ich nochmal zwei Kupferspulen. Jetzt brauche ich auch Eisendraht. Oh, ist schon. Eisendraht, Eisenbarren. Na gut, das brauche ich als Eisenbarren oder Kupferbarren. Das ist kein Ding. Wenn das hier alles arbeitet, kann ich ja gediegen schon mal anfangen, das blaue Leder so zu sammeln von unseren Freunden. Wir haben es gerade. Wir haben es gerade. Aber das war das letzte Mal, da ich so viel spende. Das war das letzte Mal, da ich so viel spende. Der Rest geht immer. Es geht sonst ziemlich hart auf den Geldbeutel, denn ich verdiene keine 2000 pro Tag. So, blaues Leder sammeln. Das heißt, ich muss die Typen hier hinten gekillen, die ganze Zeit. Dass ich genug habe. Das droppen die auch sehr, sehr selten. Wieso kriege ich so viel Damage?
Ja, die ganze Zeit nur hier rumrennen und Monster zu killen, da ist auch was Schönes. Vor allem, wenn sie so tolle Spawnraten haben. Was frisst völlig ihren Baum. Na komm, respawn bitte, danke. Spawn Killing ist echt ein Ding. Mal kurz vor Level ab. Noch nicht mal ansatzweise genug. Auch mehr. Na gut. Scheiß mal drauf. So. Ja, sonst hocke ich da noch stundenlang dran. Wir müssen so oder so sammeln. Aber bevor ich jetzt mal 3 Stunden dran hocke, bis ich das gesammelt habe. Wer erstmal die höchsten Upgrades machen für die Öfen, ist es egal. Ob wir das jetzt sammeln oder später. Dann könnt ihr ja immer so Stück für Stück machen. Eins ist auf jeden Fall sicher, diese Kälbe werden eine Menge Abenteuer erstmal miterleben, bevor sie einen Stall bekommen. Nee, ich schleppe die jetzt nicht die ganze Zeit mit mir rum. So, die Stahlplatten sind alle für dich.
können den ersten großen Ofen basteln. Zack. Damit hätten wir den ersten industriellen Ofen fertiggestellt. Das Ding ist echt ein Monster von der Größe her. Verdammt. Nehmen wir den noch gleich mal in Betrieb. So. Auftanken, komplett und den restlichen Carbonstahl herstellen. So, die Bronze-Quest kann ich auch abgeben schon, aber ich glaube, die Zivildruppe ist gerade im Bett. Also muss ich dann für ein bisschen warten.